wenn du auf der Straße rumlaufen würdest damit. Leider, ne? Ich würde auch gerne mal so ein bisschen cranker rüberkommen. So, pass mal auf. Wir brauchen jetzt ganz viel Shitstorm. Ey, da war gerade ein Furzgeräusch. Das fand ich lustig. Ich finde eigentlich so ziemlich vieles lustig. Der hat gerade sich angefurzt, hat geschnappt. So, pass auf. Wir müssen jetzt dem Tierchen hier was kaufen. Danke, dass du... Und was jetzt? Ja klar, du kannst das Pinata auswählen, für das das Zubehör bestimmt ist. Ah, okay. Also von allen Outfits hätte ich das am liebsten. So, und zwar braucht er nämlich was Spezielles für die Füßchen. Und zwar möchte dieses Elefant, um halt Technomächte bereit zu sein, möchte es gerne Ballettschuhe haben. Und, woher weiß man das alles? Wer dafür Techtelmechtel bereit ist, woher weißt du, welche Viecher dafür, welche Papiertiere oder was auch immer, dafür welche Items brauchen, wo sieht man das denn? Hier, Paarungsbedingungen, hat 2 Bananen gegessen, Fragezeichen, hat trägt Ballettschuhe. Okay, okay. Jetzt müssen wir halt 2 Bananen holen. Und die kriegen wir hier. Und dann können wir die beiden Techtelmechtel lassen, dann gibt's dafür haufenweise Erfahrungspopel. Und deine persönliche Freude daran, dass du siehst. Alter, du bist so ekelhaft. Ey, wer hat vorhin erst damit angefangen? Du, mit deinen doofen Anspielungen. Ich bin ein sehr zweideutig denkender Mensch. Ich auch. So, und jetzt bist du das Richtige? Du bist das Richtige? Hä? Fressen. Nicht draufsetzen. Fressen. Und die hier meint jedes Mal, immer wenn irgendwer hier was am Wichtiges am Machen ist, voll in den Weg laufen zu müssen. Mann, voll erwischt, der hat's auch erwischt. Boah, die sucht immer Aufmerksamkeit. Guck das doch mal an! Was macht die da gerade? Ich hab mal Arschgeschnuppert. Haben wir hier 2 Eicheln? Fresse! Wie mit der Katze redet. Keine Eicheln, ich muss Eicheln kaufen. 2 Eicheln kaufen. Mhm. Die Katze guckt dich ganz böse an. Ja, es. Du hast gerade falsch zu mir gesagt. Meine Güte, du bist aber lange auf. Aber in einem schönen Garten muss man. Schnauze jetzt! Ich find's gut, wie die immer an dem Automaten rumrödeln. Oh, da kann ich das Richtige raus. Nein! Jetzt sag ich nicht, dass es jetzt. Oh, ficken! Boah, Alter, wie viel wollen die noch kaputt gehen? Ich muss die ja haben hier, sonst kommt ein schönes Vieh nicht weit. Oh. Verkaufen! Kohle! Geld! Moneten! Jawohl, Fresse! Fresse! Ich mag meine Katzen. Ja, ich merke das. Wir müssten von Liebe beinahe ersticken hier. Aber erst wenn kaum die zu Hause gibt, erstmal direkt einen Nattenschädel dabei. Einfach so ein Hobby von uns allen. Glaube ich, nach Hause gehe, verkugel ich auch meine Katze, natürlich. Oh, Alter, du scheiß Mistvieh. Ich will dich nicht haben. Bist du einmal jetzt, bitte. Du bist Drecksvieh. Miriam fängt Pinata, 2-mal sogar. Silent Ichigo möchte seine Party beitreten. Was wir jetzt nicht machen werden. Die Katzen haben ein ganz schönes Organ. Ja, das nervt manchmal übel, ey. Och, so sind Katzen halt nochmal, ne? Ja, aber dann machen sie immer dann, wenn ich aufnehme. Sie machen es immer, wenn du aufnimmst? Ach, ja. Meine Güte. Alter! Hey. Ja, sie miauen! Heutzutage darf man nichts. Jetzt hat sie das Pinata 3-mal gefangen. Super, warum? Du hast mich mitten im Satz unterbrochen. Das ist echt unnett von dir. Entschuldigung. So ist er immer. Red einfach weiter. Lass dich nicht aufregen. Ja, jetzt hab ich's vergessen. So bin ich halt, ey. So, jetzt haben wir hier. Ich bin ein Mann, ich hab nur einen Gedanke im Kopf. Wenn du auf den Zwischen kommst, vergiss es sofort wieder. So, komm. Aber nicht, Schweine labern auch nicht. Jetzt muss ich immer noch Chilis kaufen für dich. Alter, du hörst sie bis hier, die Katze. Ja, ich hör's auch. Aber bei diesem Spiel würde auch dieser Katzensound im Hintergrund ganz cool kommen, oder nicht? Ja, übelst. Wenn du eine Katze im Hintergrund hörst, ist doch geil eigentlich. Passt aber dem Spiel perfekt dazu. Ja, vor allem, weil ich Katzen hier drin habe. Ich meine, ich könnte mir eine Katze holen, aber... Besser als wenn draußen war irgendwelche riesigen Motorräder als rumbrettern würden. Ja, dieser Sound war sehr original getreu gemacht hier. Ich fand den sehr gut. Ich eigentlich auch. Ich mach das für euch. So, 2 Kürbisse, was immer was alles fressen muss. So, noch 2 Kürbisse. Dann haben wir Techtelmechtel bereit. Und dann
siehst du zwei Elefanten? Naja, gut. Ich beneide mich schon dafür. Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Warum schreibt mich eigentlich Ichigo wieder an? Er weiß auch, wenn ich Viva Pinata spiele, dass ich jetzt Let's Plays mache. Weil Let's Build ja hier gesagt wird. Kollege? Unos momentos. Ich glaube, ich habe beschrieben, was zu essen. Vor allem mit diesen schönen Ballettschuhchen sieht es einfach epic aus. Alter, bist du jetzt zu blöd wieder? Phrasen, Digga. Dann kann ich mich euch beiden Technik rechnen und verkaufen wieder. Ich meine Ruhe von euch. Nicht rausstellen und drauf kacken, Alter, sonst fressen. Ich will das ja ausbrüten. Achso. Ich mag die Geräusche. Geräuschfetisch oder was? Ich sag mal so, ja. In vielen Spielen mag ich halt viele Dinge. Die kleinen Dinge machen auch vieles aus. So Geräusche oder wie manche Figuren zum Beispiel in ihren Spielen gehen oder sowas. Ich finde das immer cool gemacht. Ja. Ist ja wenig dann meistens auch noch. Das muss ich mir natürlich jetzt und allen Zuschauern noch unbedingt zeigen. Ne? Und jetzt geht's los. Weiter, mein Herz über den Kopf. Um Himmels Willen. Guck dir das mal, wie süß. Oh, ist das knuffig! Mit dem Öhrchen. Schön! Jetzt darf ich erstmal einen Elefanten spielen. Ja, es ist zensiert. Okay, ist ja gut, ist ein Kinderspiel, ne? Komm und hasch mich! Alter, wie so ein Flugzeug. Okay, warte mal, hier ist irgendwo ein verstecktes Pinata. Was ist das denn jetzt? Ein Minispiel oder sowas? Ja, so ein Minispiel. Ich muss jetzt zu ihr gelangen. Oder zu ihm, ich weiß nicht. Ah! Autschen! Fackel! Gibt's eine Anzahl, wie viel du davon treffen darfst? Oh, ficken, Alter. Ja, das weiß ich. Fingernagelspitzengefühl. Ja, komm. Geschafft. Feierabend. Gibt es irgendwelche Bonus, wenn du keinen von erwischt? Nee, nicht wirklich. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt gehen die beiden in ihr Häuschen rein. Achso, ich dachte, jetzt wolltest du es auch gleich hier auf dem Garten machen. Auf dem Garten vor allen Dingen. Bewegst du dich auch? Oder hast du heute mal keine Lust dazu? Also, du geh weg. Ich will dich nicht haben. Du machst nur mein, du kriegst nur mein Pinata von mir. Das möchte ich nicht. Geh weg. Oh mein Gott. Er tritt ein Pinata von mir. Dann kann er tickt das zum zweiten Mal aus. Du hast gerade einen Dachs mit der Schaufel erschlagen. Habe ich das doch richtig gesehen? Ja, habe ich. Hast du. Was? Moment, warte. Jetzt geht's gleich los. Übelste Action, Alter. Bin schon gespannt. Sieht aus wie so ein Rammelpalast. Jetzt geht's los, pass auf. Wie gespannt du drauf bist, mehr als ich irgendwie, also. Der eine ist irgendwie halt beim Pennen, ne? Ja, wie willst du, Alter? Ja, als ob, ey. Ist das der Paarungstanz oder was? Das ist das Techtelmechtel jetzt. Achso. Au! Oh mein Gott, geht der ran, ey. Elefantilla 2 und Elefantilla 1. Hoffentlich wird das nicht von YouTube gesperrt, ey, so viel. Ja, es war, da hat man voll viel Mittel. Grafische Aktionen, also das geht ja mal gar nicht. Hau ordentlich Punkte raus. Boom! Und jetzt bitte noch einmal. Dann habe ich nämlich das nächste Level erreicht. Bin ich ein glücklicher Mensch. Ja! Neues Level! Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Oh yeah. Noch eins, das ist jetzt das dritte Level, was ich dadurch geschafft habe. Die Katze sitzt im Schrank, das finde ich cool. 4 Stück? Alter, wie viel gibt es denn? Super, wir haben auch unser zweites Mob drauf, das ist gut. 5? Alter, was ist denn los? Oh, jetzt ist Ende, das ist klar. Super, und jetzt haben wir ein Ei zugestellt. Weißt du, was wir jetzt machen? Nein. Du wirst es mir sicherlich gleich erzählen. Verkaufen wir die Scheißdinger hier erstmal. Du willst Elefanten verkaufen? Tschüss! So, jetzt haben wir schon wieder so einen scheiß Dachs hier rumlaufen. Verpiss dich! Du wirst alle Kinder jetzt wegschalten, das wird brutal. Oh mein Gott, er zersplattert auch total, ey. Von der Splatterfilm hier. Die Schaufel guckt doch so böse. Ich zerschlage gerne Tiere. Ja. So,
Den will ich behalten. Den will ich wieder verkaufen. Und jetzt werden wir was machen, was unglaublich Tolles. Erzähl bitte nicht weiter. Wow, das ist so spannend. Ich bin fast beeindruckt. Guten Morgen. Wie wäre es mit etwas Sämigem? Die ist voll pervers. Ich hab's gerade gehört. Oh mein Gott. Das ist doch voll ekelhaft. Immer diese Doppelbedeutungen, ey. Wie wäre es mit etwas Sämigem? Tja, die steht auf dich. Ja, ich weiß nicht mal, wie ich aussehe. Also... Du weißt nicht mal, wie du aussiehst. Also, das ist schlecht. Auf zu jammern, du Scheißvieh. Der Fuchs braucht Aufmerksamkeit. Ja. Was kannst du mit dem Eiern jetzt machen? Hühner oder was? Oder geben die irgendwas Besonderes? Das wird demnächst ausschlüpfen. Mhm. Und dann habe ich einen Elefanten da wieder. Achso, da kommen Elefanten aus Eiern. Achso. Ja, da kommt... Oh, jetzt wird zuckig gerade. Da kommt so einiges aus Elefanten raus. Also, das sind Eier, also nicht. Egal. Nicht nervös werden. So, jetzt haben wir es ja schön gemacht. Alter, schön, ich sehe aus. Okay, wer war das? So, und vielleicht, das kann ich ja schon mal sagen, der Kollege, der wird vielleicht mit bei diesem Kanal machen. Das sage ich jetzt schon, damit es ihm voll peinlich ist, wenn er nicht mitmachen kann. Oder nicht machen, mitmachen wird. Wie er mit LVD mitgehen möchte. Hast du verdient. Ich hasse dich. Ah, das bist du ungefähr einer von 80 Millionen. Immer dieses Gedisse von dir, das finde ich echt nicht okay, Mann. Alter, das haben wir natürlich schon einen guten Platz hier. Du frisst jetzt mal das hier. Ihr solltet erwachsen. Jetzt willst du sogar Hotdogs machen. Ja, muss ich ja. Dann passiert was total Ungläubliches damit. Und ein böses Gucken der Butterblume. Boah, ich mach dich kaputt. Wie böse ist doch die Blume, ey. Und jetzt freut es sich. Ah, ich hab eine Blume kaputt gemacht. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Eigentlich müsste es theoretisch jetzt hier so eine, so eine Digitationsstufe reinmachen. Ja. Und so Hintergrundsound legen, ey. Die geht hier zu. Undefinierbarer Biervogel. So, jetzt haben wir einen Candary. Mit diesem Candary bewahren wir jetzt einen Basenge. Mit dem Basenge können wir den Adler hier holen. Ich bin begeistert. Man hört. $2 geht es. Geht für $5. So eine abgestorbene Blume ist mehr wert als ein Samen. Okay. Ich gehe sofort raus in den Garten und reiß Blumen raus. Ja! Es wird gesagt, das ist der erste Raubvogel, den du eigentlich reinkriegst. Das Problem ist, der Adler war der erste Raubvogel, den ich reinkriege. Jeder sagt, das ist der erste Raubvogel, den du kriegst. Nicht anders. Was machen die Raubvögel? Gut gemacht. Du hast einen Präsent angelockt. Präsentes werden von den Geräuschen des Kerls angezogen. Kerls sieht voll süß aus, Alter. Warum mag ich? Ich bin so müde. Chip, chip, chip. Ne? Die Yu-Gi-Oh! Karte. Chip, chip, chip. So, wo haben wir denn den Kollegen? Ja. Chip, chip, chip ist voll die coole Yu-Gi-Oh! Karte, ja. Pinata geschlüpft. Und jetzt haben wir hier irgendwo ein winzig kleines Elefantella rumlaufen. Wieso
Wofür hast du denn beide verkauft, wenn du sowieso wieder eins verkaufst? Ja, weil ich das Techtelmechtel brauchte, um halt die Erfahrungspunkte zu kriegen. Du benutzt sie also nur. Ja, ich nutze sie voll aus. Ich lasse sie rammeln für Geld. Okay, ich verstehe schon, was du hier aufbauen möchtest. Und das hier wird meine Hauptattraktion sein. Aha, das ist mein langer Hals und die lange Schnauze. Ah. Es erinnert mich irgendwie an... Ja, auch Bambi. Ja, und das ist der Tod. Ich kapiere immer noch nicht, was dieser Wurm da macht, indem er so ein Wichtel da ankommt und der wurzt wie eine Ballonwurst. Ich verstehe so viel. Hab ich nicht. Ja, der hat gerade über Funk geredet, der Frosch mit dir. Krass. Ja, das ist hier von da. Ah, der hat also einen Blick da oben, so einer Kuppel. Ja. Ich schieb da was raus, pass auf. Piu, piu. Der Pinat hat weggeschossen. Party. Oh yeah. Das ist voll nötig. So, pass auf, guck jetzt mal. Die schwarzen, sind das, haben die Farbe da, weil damit sie nicht das wieder nicht hast? Richtig! Jetzt habe ich es auch begriffen, ohne dass du mir erklärt hast. Boah, du bist schon, du bist schon. Und ich will mal selber auf die Schulter klopfen gerade. Ja. Das war nicht deine Schulter, du Schwein. So. Was? Du hast nicht mehr hingeguckt und weißt nicht mehr, dass deine Schulter so ist. Das ist ein Spiegel, ne? Das ist doch meine Schulter. Also ein Spiegel. Ah ja, jetzt muss ich 5 Stück davon haben. Ich muss 5 Candaries davon drin haben. Nicht rollen, also ich muss jetzt 5 Sparamines jagen und in alle Butterblumen fressen lassen. Geht schneller. Aber ich muss eigentlich auch mal sich mächten lassen, damit die Erfahrungspunkte dafür kommen. Blumenkohl nicht vergessen. Niemals! Da haben wir keine Zeit. Ach, ne, braucht das schon, das ist so unnötiger Scheiß. Was ist jetzt mit dem scheinen gelber Flatterscotch? Fick dich ins Vieh! Also ich kann sowieso nicht mächten. Das heißt, ich muss den Flatterscotch noch irgendwie umwandeln. So viele. Hier, aber so ein schön viel, ey. Ja, total freundlich und friedfertig. Ja, hab ich. Hey, hast du Arbeit für mich? Wollte ich für dich. Ich werde einen Mumu spielen, Digga. Hat ja zwei eine Karte da. Da, die Nord. Aber das wäre mein. Meine Kopfkino ist gerade ziemlich interessant. Ja. Yeah. Jetzt müssen wir 5 Stück davon holen. Perfekte Ficky-Fick. Natürlich jetzt total spannend. Liebe Zuschauer, 10. würde ich, wie oft das Wort Fick gefallen ist. Das würde mich echt interessieren. Ich habe bei 10 aufgehört zu zählen. Echt jetzt? Du kannst die Folge. Ich weiß nicht, wie du die Folge nennen kannst. Ich nenne die Folge Verfickte Ficky Fick Fick. Was ist die Liebe? So, bist du jetzt eigentlich. Oh, guck mal, hat sich jetzt in einen Kokon verwandelt. Ja, Elefanten schlüpfen aus einem Ei und verwandeln sich in einen Kokon, in ein großes Tier. Das weiß doch jeder. Also das ist normal. Allgemeinwissen. Deswegen, liebe Kinder, ne? In der Schule, wenn ihr Biologie habt. Elefanten kommen aus Eiern und machen Kokons um sich rum, ne? Ja. Und werden dann ganz groß. Nicht gut. Irgendwann schlüpfen sie. Ich könnte sie jetzt auch mit Gewalt rausbrechen, aber... Meine Güte, die Schaufel, die will immer nur alles kaputt machen. Die guckt immer so, oh, ich mach dich kaputt. Wieso mal guckt, das finde ich gut, das Gesicht, ey. So, das heißt, wir haben jetzt den zweiten Sparamine. Spirimint. Bom-Bom-Bommel-Tante, so nenne ich die jetzt. BBT. Bom-Bom-Bommel-Tante. Das heißt, wir könnten eigentlich Sparamines verkuppeln lassen. Mit denen dann zwischen, aber ich will jetzt einfach jagen, dass es das so zu lange. So, pass auf, er ist geschlüpft. Sieht das aus wie ein Normalschiff, von der Explosion gepasst. Ja, das ist eine fette Mega-Explosion. Ja, so ein Rainbow-Style. Oh mein Gott, und das haben wir verpasst. Da lädt sich 5 Folgen auf und braucht dann für 2 Sekunden, damit der Gegner alle sieht das. Okay. Whatever. So, pass mal auf, wir brauchen Butterblumen. Ich bin das Mathe, Chicken-Time. Yep. Komm ich nicht drauf klar. Dann will ich lange nicht mein Job. Hey, wir haben ihn schon eine halbe Stunde auf, ey. Wow. Aber lange auf. Aber in einem schönen Garten muss man so viel Möbel haben. Jedenfalls ich schon mein Teil. Aber ich kann auch nichts sagen. Alter! Haben wir auch früher sagen können. Hä, so viel Müll habe ich da gar nicht hier rumflattern. Das ist doch nicht viel. Hi, Chico. Ja, hi, Chico und Tavoy fangen an zu jammern.
dachte nicht. Wie kommt man darauf, seine Katze per Wolf zu nennen? Das würde mich interessieren und die Zuschauer bestimmt auch. Die Katze hieß schon per Wolf. Mein Kater hieß Salvio. Meine Katze hieß per Wolf, hab ich gesagt, ja, komm. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass Katzen, dass du den Haustiere ausgefallene Namen gibst. Ich meine, Katzen, wenn ich irgendwo hingehe und sage, kenne ich schon Leute, die sagen, oh, meine Katze heißt Felix. Oh, das die ist Katze so. Heißt Miezi. Ja. Das macht den Baum ja nicht mehr, ne? Felix ist aber so klischeehaft. Ich hasse Klischee. Alter, du bist voll klischeehaft. Komplett in Schwarz. Ich bin klischeehaft. Was? Nur weil ich schwarz bin? Was hast du denn gegen mich? Nein, ich bin echt kein Schwarzer. Ich bin... Afroamerikaner. Sicherlich. Mein Afro, ja. Sind wir 80.000 Nein, ich bin rein deutsch. Deutsch. Nein.